Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, ich darf heute zum zweiten Mal in meiner Amtszeit als Oberbürgermeisterin einen Neujahrsgruß an Sie richten. Und auch in diesem zweiten Jahr sind unsere Rahmenbedingungen alles andere als leicht. Die Pandemie hat uns nach wie vor im Griff. Trotz Weitblick und Vorsicht und trotz unserer Impffortschritte, die uns aus den Pandemiewellen herausführen werden. Wir haben festgestellt, dass wir nicht alles kontrollieren können und wir erleben alle auch zum Teil verstörende Diskussionen, oftmals sogar im nächsten Umfeld. In meinem Berufsalltag werde ich täglich damit konfrontiert, wie das Grundvertrauen vieler Menschen in Politik, Medien und Wissenschaft fehlt. Ich könnte hier nun lange darüber philosophieren, wann und warum es zu dieser kollektiven Erschütterung kam. Viel entscheidender aber als die Frage nach dem Warum ist die Frage, wie wir wieder zusammenfinden. Denn nur gemeinsam können wir die großen Herausforderungen der Gegenwart in unserer und für unsere Stadt, für unsere Stadtteile, für uns als Stadtfamilie bewerkstelligen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Klimaschutz, Stadtgestaltung, Chancengleichheit, Schulsanierungen, Kinderbetreuungsangebote, der digitale Wandel, gute Pflege und vieles mehr. Bei all den Herausforderungen brauchen wir gute und für uns alle verträgliche Kompromisse. Was heißt das jetzt konkret? Wir kommen im Bereich Klimaschutz mit großen Schritten voran. Bei vielen sind wir aber auf Bund und den Freistaat Bayern angewiesen. Kompromisse werden hier zukünftig besonders entscheidend sein, denn was für manche nur einen kleinen Verzicht bedeutet, stellt für andere einen harten Einschnitt dar. Wir entwickeln den öffentlichen Raum weiter für eine sichere Großstadt mit hoher Lebensqualität und wir arbeiten daran, dass Wohnraum in Augsburg bezahlbar ist. Wir vereinfachen in einzelnen Stadtteilen den Zugang zu Bildungsangeboten und machen unsere Schulen besser, indem wir sie modernisieren, kontinuierlich sanieren und verstärkt den Fokus auf eine bessere digitale Ausstattung legen. Wir werden mit dem digitalen Kita-Portal ab Januar eine zentrale Anmeldeplattform für alle Eltern schaffen. Und mit dem Digitalrat haben wir ein Gremium gegründet, um dem Großthema Digitalisierung, das so mancher und manchem Angst macht, im regen Austausch mit allen Bevölkerungsgruppen zu begegnen. Wir richten einen Pflegestützpunkt, der eine umfassende und spezialisierte Beratung für Pflegebedürftige und deren Angehörige anbietet. Und wir setzen auf Beteiligung. In Stadtteilgesprächen, Gesprächsrunden, Beteiligungsformaten und Sprechstunden für Groß und Klein sowie einem Mentoring-Programm für Augsburger Schülerinnen. Und wir dürfen uns im kommenden Jahr auch auf viele tolle Momente freuen. Zum Beispiel auf die Kanu-WM 2022 und die Fortsetzung des 500-jährigen Jubiläums der Fuggerei. Wir werden die Freilichtbühne genießen, wir werden gemeinsam beim Straßenkunstfestival La Strada und auf dem Gaswerkgelände beim Modular-Festival feiern. Und ich bin mir natürlich mehr als bewusst, dass 2021 für viele von Ihnen ein sehr schweres Jahr war. Einige haben persönliche und berufliche Schicksalsschläge erlebt, direkt und indirekt durch die Pandemie beeinflusst. Viele von ihnen sind an ihre Grenzen und darüber hinausgegangen. Die vergangenen Monate waren aufreibend, ermüdende Zeiten für Ärztinnen und Ärzte, Pflege, Kita und Schulpersonal, Alleinstehende, Ältere und Familien. Wir spüren die Auswirkungen der psychischen Belastung, von denen gerade auch Kinder und Jugendliche durch die monatelangen Einschränkungen betroffen sind. Ich kann Ihnen hier und heute keinen konkreten Zeitpunkt nennen, wann das alles überwunden ist. Und ich will Sie in dieser Ansprache nicht mit einer leeren Floskel oder müden Versprechungen entlassen. Deshalb möchte ich Ihnen heute mein eigenes Vertrauen als klare Botschaft mitgeben. Ich bin tief in mir davon überzeugt und vertraue darauf, dass 2022 ein Jahr wird, in dem wir alle gemeinsam die genannten Herausforderungen angehen können, weil ich an uns und unseren Gemeinschaftssinn glaube. Und das kann ich, weil schon so viele große und kleine Erfolge direkt aus der Kreativität und dem Erfindungsgeist unserer Stadtfamilie entstanden sind. Unser Weltkulturerbe, unsere über Jahrhunderte gewachsene Stiftungskultur, unsere vielfältige Kulturszene, ein großes Engagement im Ehrenamt. Sie, die Augsburgerinnen und Augsburger, zeigen immer wieder aufs Neue ihre Stärke und jede und jeder von Ihnen kann stolz sein, Teil dieser Stadtgemeinschaft zu sein. Und deshalb glaube ich auch mehr denn je an Augsburg, eine Stadt der Chancen für alle. Deswegen gibt es auch keinen besseren Ort für meine Neujahrsansprache als hier, an der sich aktuell im Sanierungszustand befindlichen Kanustrecke.
Dieser Ort ist für mich gerade in seiner aktuellen Baustellensituation ein Sinnbild dafür, dass sich in unserer Stadt viel tut. Dass wir uns auf Veränderungen auch freuen können und dass Dinge auch mal Zeit benötigen, um wieder im Fluss zu sein. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen weitere Projekte auszudenken und anzugehen und wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022.